Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Favoritenvideo. Ja, ihr seht mich heute mal komplett anders. Das kommt dabei raus, wenn man nicht zum Friseur geht. Meine Friseurin war im Urlaub und jetzt sitze ich hier. Ja, und es sind meine Haare gewachsen. Nein, Scherz beiseite. Meine Lieben, das ist die neue Perücke. Ich habe sie auf Facebook und Instagram gezeigt und da schieden sich die Geister. Ja, vielen, vielen Dank an alle, die mir geschrieben haben, die mir ein Feedback gegeben haben zu dieser Perücke. Ja, wie immer, ne? Einige sagen, ja, toll, schön. Die nächsten sagen, oh nee, ich mag dich lieber mit deinen kurzen Haaren. Es werden ja auch meine kurzen Haare immer wieder kommen. Und meine Friseurin kommt diese Woche aus dem Urlaub. Ich werde sie morgen anrufen. Und dann werden die Haare auch wieder abgeschnitten. Und es wird so sein, dass ich meine kurzen Haare auch wieder trage. Aber dass ich vielleicht mal je nach Lust und Laune auch mal sage, ich setze mir meine Perücke auf. Ja, und ich würde auch gerne dazu noch ein separates Video abdrehen, damit ich euch einmal ein bisschen was über diese Sache mit meiner Perücke erzählen kann. Warum, weshalb trage ich sie? Warum möchte ich sie euch zeigen? Es hat auch einen Grund. Ich habe mir ja was dabei gedacht, als ich sie mir gekauft habe, hier in, ja, bei uns in Peine halt, ne? Und ja, wie gesagt, ich kann euch das dann auch mal verlinken. Ja, und diese Perücke ist eine Perücke von Ellen Wille. Ellen Wille findet ihr online, aber nur in bestimmten Perückenshops, also da, wie verschiedene Marken halt führen. Ellen Wille gibt es so jetzt nicht hier in Deutschland. Ich habe gesehen, die haben eine Homepage, die sind wohl auch in Amerika sehr aktiv und haben tolle Perücken. Und ich würde euch gerne nochmal den Katalog zeigen, was man alles machen kann, warum, wofür. Und ja, wenn ihr Lust dazu habt, ihr könnt es mir ja auch nochmal unten drunter schreiben. Jedenfalls habe ich mir gedacht. Heute behalte ich jetzt das ganze Video über diese Perücke auf und dann habt ihr lange genug Zeit in einem Top und Flops und Favoritenvideo, weil ich wollte es nochmal unterteilen. Ich finde immer, Top und Flops sind mir zu wenig, weil es gibt Top-Produkte, aber ich habe auch noch Favoriten, die sind noch besser als nur Top. Ja, und das könnt ihr mir unten drunter schreiben. Ja, das Video dauert ein wenig länger. Ja, schaut mich gerne an und dann könnt ihr euch überlegen, wie ihr das findet. Ja, womit fange ich mal an? Ich fange mal an mit dem Produkt, was ich euch am Wochenende gezeigt habe. Und zwar auch das Video, was ich darüber gedreht habe. Es ist nämlich die Barbour-Maske und zwar diese Zellulose-Face-Mask. Die habe ich euch ja gezeigt in meinem Video. Und ich muss euch auch heute noch im Nachhinein sagen, nachdem ich ja nun zu dusselig war, diese Maske aufzusetzen, die war im Nachhinein extremst gut. Und ich habe etwas dazu zu sagen, und zwar, ihr habt ja gesehen, dass ich nur die Maske auf hatte und danach habe ich die kleine Creme von Barbour aufgetragen, übrigens auch ein absoluter Favorit jetzt von mir. Also das ist nicht nur ein Top-Produkt, das ist ein Favorit und das will ich damit sagen. Und die Maske auch, es ist nicht nur ein Favorit, es ist ein nicht nur ein Top-Produkt, es ist ein Favoritprodukt von mir. Und das unterscheidet dann manchmal halt so die Produkte, die sehr gut sind und ein Top-Produkt sind, aber dann kommen manchmal so Sachen, die sind echt richtige Favoriten für mich. Und dann habe ich ja diese Creme drüber aufgetragen und als ich heute Morgen aufgestanden bin, da war meine Haut immer noch genauso wie gestern Abend. Ich konnte es nicht fassen. Ich habe mir übers Gesicht gefasst. Ich habe gedacht, wie gepflegt, wie durchfeuchtet, gesättigt die Haut war. Mit diesen zwei Produkten, wo ich doch sonst teilweise schichte. Ich hatte dann auch noch vergessen, mir eine Augencreme aufzutragen. Das war überhaupt der Klopfer. Ich habe dann heute Morgen nur meine L'Oreal, diese Hyaluron-Creme aufgetragen, diese Augencreme. Und das war dann alles und ich hatte auch heute Morgen das Gefühl, dass man nach dem Waschen gemerkt hat, dass die Haut richtig schön genährt war und satt und prall. Also das muss ich wirklich sagen. Das sind also zwei wirklich Favoritenprodukte von mir und das sind auch Produkte, wer mich da fragt, die kann ich uneingeschränkt empfehlen, weil ich weiß, die würden bei jedem bestimmt mit Sicherheit bei euch ankommen. Aber wie gesagt, es sind natürlich auch nicht die günstigsten. Ne? Es sind nicht immer die teuren Produkte die besten. Aber manchmal ist es dann so, dann zahlt sich halt der Preis aus. Ja, und in diesem Fall, wie gesagt, ja, zahlt es sich aus. Ja, das waren die ersten zwei. Ich lege jetzt die Maske hier in meine Mülltüte und stelle die Creme jetzt erstmal weg, sonst komme ich hier ganz durcheinander. Dann habe ich zwei Produkte von Clorox letztens bekommen. Das wisst ihr, das war einmal der One-Step-Facials-Cleanser. Das ist dieser hier. Und einmal die SOS Hydra Maske. Das ist eine Hydrating Mask und die habe ich euch auch vorgestellt und zwar letzten Sonntag auf Instagram und die finde ich auch extrem gut. Also das ist ein Top-Produkt von mir, wo ich sage, ja, die würde ich auch nachkaufen, weil sie natürlich auch noch ein bisschen günstiger ist wie natürlich die Barbour Maske, weil bei der Barbour Maske kosten drei Stück
20 Euro, so roundabout 20 Euro, ja. Und hier komme ich natürlich mit, ja gut, die kostet aber auch schon wieder. Was habe ich euch? Ich schreibe euch mal die Preise unten rein. Was habe ich letztens gesagt, was die kostet? Oh, jetzt habe ich es nicht im Kopf. Aber auf alle Fälle komme ich trotzdem damit viel, viel länger hin. Es sind hier 75 Milliliter drin, aber ihr braucht ja nur extrem wenig. Ihr habt ja gesehen in dem Video, wie viel ich aufgetragen habe. Und damit komme ich trotzdem länger hin. Aber vom Resultat her war die Barbour-Maske um Längen besser. Das muss ich einfach so sagen, wie es ist. Jedenfalls zumindest bei mir. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, oh, Barbour mag ich nicht, Barbour vertrage ich nicht. Ich liebe nur Clorox, ich liebe nur Garnier-Masken. Aber wie gesagt, wenn ich da unterscheiden sollte, dann kommt eine Garnier-Maske da auch nicht mit, weil die kostet 2 Euro, ich sag es mal, was war das, 59 oder so. Und die ist auch sehr gut. Aber die kommt an die Barbour-Maske nicht an. Ich glaube, da kommt im Moment gar nichts für mich ran. Das ist einfach für mich das absolute Favoritenprodukt. Ja, aber das käme gleich auf Platz 2. Also das wäre die nächste Maske, wo ich sage, die ist auch echt gut und das ist ein Top-Produkt. Und auch die ist dann nochmal wieder besser wie die Garnier-Maske. Also ich muss das irgendwie so ein bisschen staffeln. Jeweils auf Platz 2 wäre die SOS-Maske von Clorox. Und die ist sehr, sehr schön. Im Übrigen gibt es auch noch 2 andere Varianten von. Müsst ihr mal schauen, wen jetzt diese Produkte interessieren. Und jemand sagt, ich bin ein absoluter Fan von Clorox-Produkten, dann geht einfach mal bei denen auf die Seite. Die haben nämlich im Moment neue Produkte, unter anderem diese Maske und dieser Cleanser. Und dieser Cleanser, das wiederum ist jetzt ein Favoritenprodukt von mir. Ich zeige euch gleich noch einen anderen Cleanser, der ist top. Aber das ist ein Favoritenprodukt wieder von mir bei Clorox und den habe ich jetzt getestet. Ja, es ist ja schon hier oben so eine ganze Ecke raus und der ist sowas von sanft auf der Haut, der gleitet über die Haut, der reizt überhaupt nicht, der ist nachhaltig pflegend, der duftet wunderbar nach Orange. Und es ist ein exzellentes Produkt, ein absolut exzellentes Produkt. Ich zeige euch nur mal, warum ich so schwärme. Ich habe mir von Vichy, ich meine, der kostet hier jetzt 20 Euro die Flasche. Und ich weiß jetzt nicht, was der Cleanser kostet. Wie gesagt, schreibe es euch unten rein, was der Cleanser kostet. Wir haben hier 200 Milliliter, hier haben wir 400 Milliliter mit 20 Euro. Da ist das Vichy Thermalwasser, also Reinigungsfluid mit Micellentechnologie. Für mich absolut in Ordnung. 400 Milliliter, 20 Euro. Ich trage ja fast ausschließlich keine wasserfeste Mascara und von daher komme ich mit diesen Produkten natürlich immer hin. Und das ist auch ein sehr schönes Produkt. Das ist auch von mir ein Top-Produkt, muss ich wirklich sagen. Aber das hier ist ein Favorit. Das hier ist etwas, den finde ich so schön. Den werde ich jetzt auch aufbrauchen und dann ist er weg und dann, ja. Ich weiß es noch nicht, ne? Also wie gesagt, der wird teurer gewesen sein, mit Sicherheit. Und ich denke mal, der liegt mit Sicherheit auch bei 20 Euro. Weniger auf gar keinen Fall. Wahrscheinlich eher noch mehr, ne? Ich tippe mal fast auf 30 Euro bei dem kleinen Fläschchen. Aber das ist ein Favoritenprodukt von mir. Und der von Vichy ist ein wirkliches Top-Produkt. Ein sehr, sehr gutes Produkt, wirklich. Und für 20 Euro mit 400 Milliliter, wenn man das teilt, dann ist ja auch nicht so teuer. Wenn man dann in der Drogerie manchmal sieht, dass es ja auch kleinere Fläschchen gibt mit 100 Milliliter, 125 oder so und kosten dann auch schon 5 Euro und hier habt ihr 400 Milliliter mit 20 Euro, dann ist das ein sehr, sehr gutes Produkt aus der Apotheke. Ich habe es in der Apotheke gekauft von Vichy und das liebe ich auch und damit bekomme ich auch alles runter. Aber die nachhaltige Pflege ist hier natürlich nicht da. Ich bekomme hier alles gut mit runter. Es brennt auch nicht. Es macht es auch genauso sanft und gründlich, also kann ich nicht meckern. Aber diese Nachhaltigkeit und so eine Pflege nochmal auf der Haut, das habe ich hier nur bei Clorox. Und das ist nochmal, ja, eine Extremsache. Das ist eigentlich auch ein Expressreinigung. Es wird auch gesagt, man bräuchte hier nichts anderes. Ihr könntet euch rein theoretisch damit komplett abschminken und bräuchtet euch nicht waschen. Aber ihr wisst, das ist nicht mein Fall. Ich wasche mich immer noch danach und da kommen wir auch gleich zu, womit ich mich wasche im Moment seit 2 Tagen und bin schon so begeistert. Aber das ist ein Favoritenprodukt und das ist ein Top-Produkt von Vichy. So, die beiden stelle ich weg und die Maske auch. Ja, dann kommen wir mal zu dem Produkt, womit ich mich wasche. Wir kommen heute auch in den Bereich Home Shopping. Wir haben hier Produkte von QVC und in diesem Fall habe ich hier eins von HSE 24. Ich habe hier irgendwie geschmiert mit meinem Lippenstift. Ich habe hier ein Produkt von HSE 24 und zwar von Beate Jun.
Das ist diese Reinigung und zwar aus der NeuroGuard-Linie. Die ist ja relativ neu am Wochenende oder letzte Woche vorgestellt worden. Es gab ja die neue Beate-Ionen-Woche letzte Woche. Und wir haben hier auch 400 Milliliter. Und das ist ein Reiniger, ein Protect-Cleanser. Und der kommt raus wie ein Gel. Aber milchig, auch so ein bisschen, möchte ich mal sagen, von der Konsistenz her wie der Vichy 3-in-1-Cleanser aus der Tube. Aber der hier ist noch schöner. Der ist noch schöner. Als ich mich heute damit gereinigt habe, da ist er auf der Haut erst gelig, nimmt dann eine gel-cremige Konsistenz an und hat nur ganz, ganz, ganz wenig Schaum, so gut wie gar keinen Schaum. Und wenn man dann lange genug reibt und so das Gesicht reinigt, nur mit den Fingern, dann hat man auf einmal das Gefühl, als würde sich die Konsistenz von weiß in eine andere Farbe verändern. Kennt ihr das, wenn ihr euer Make-up runternehmt und habt dann vielleicht einen Reiniger drauf und ihr merkt auf einmal, das Gesicht wird hell, das Make-up ist runter, die Foundation, und der Cleanser ist dann auf einmal so bräunlich. Und das hatte ich hier auch. Und da habe ich gedacht, Moment mal, du hast doch gar nichts auf der Haut. Außer, ich war nicht geschminkt heute Morgen und auch gestern Morgen nicht, als ich aufgestanden bin, und habe das immer morgens verwendet, weil ich im Moment ein anderes Gerät für abends habe, aber das möchte ich euch separat zeigen, weil es ein ganz hochwertiges Gerät ist. Und hiermit war es dann so, dass ich wirklich das Gefühl hatte, als wenn sich die Farbe verändert und so richtig der Schmutz aus den Poren rausgenommen wurde. Dazu muss ich ja sagen, dass er noch Inhaltsstoffe enthält, wo Beate Ionen wirklich was drüber erzählt hat letzte Woche. Ich möchte da gar nicht so tief drauf eingehen, weil dann müsste ich ihn alleine vorstellen, weil das war jetzt wirklich eine sehr intensive Erklärung, die es dort auf HSE24 gab. Wenn ihr das mal sehen wollt, schaltet einfach mal ein. Ihr könnt euch diese Videos immer wieder anschauen auf HSE24. Geht auf das Produkt, da ist eine kleine Kamera, klickt es an und dann könnt ihr euch das anschauen. Solltet ihr dazu oder zu irgendeinem Produkt hier ein separates Video von mir wünschen, dann schreibt es mir unten drunter, ich mache es. Es kommt demnächst auch ein Video über die über eine Foundation von den Asams, und das war auch ein Wunsch von euch, und ich warte nur auf den Tag, dass sie hier ankommt mit der Post, und dann geht das Video auch raus, dann mache ich es für euch. Also schreibt es mir, wenn hier ein Produkt dabei ist und mit ihr mal sehen wollt, wie es ist, schreibt es mir unten drunter. Und dieser Cleanser ist im Moment unter den Cleansern, möchte ich auch mal sagen, ein absolutes Favoritenprodukt geworden. Ich liebe den 3-in-1 Cleanser aus der Tube von Vichy, das ist ein Top-Produkt. Aber ich liebe diesen Cleanser von Beate Ionen im Moment aus der NeuroGuard-Linie. Und der ist wirklich empfehlenswert. Kann ich nur sagen, der pflegt auch nach. Auch danach hat man ein Hautgefühl, ja, wo ich weiß es nicht. Ich kann das immer manchmal gar nicht beschreiben, wie schön Haut sein kann nach einer guten Reinigung. Und das ist hier wirklich der Fall. Absolutes Top-Produkt, Favoritenprodukt. Das nächste Produkt, was ich euch zeigen möchte, und zwar gehen wir da mal rein und ich zeige euch zwei verschiedene. Dazu kommt jetzt das Video, und zwar habe ich sie jetzt alle da. Ich werde sie jetzt auch als Vergleichsvideo abdrehen. Ich habe hier jetzt das zweite Mal nachbestellt von Beate Ionen aus der Hyaluron Intelligence Serie das Double Wrinkle Infusion Serum. Ich habe das mal auf Instagram gepostet und viele haben gesagt, oh Astrid, das kenne ich und das ist super. Es ist auch ein Produkt, so eine Zwei-Phasen-Kammer habt ihr hier, eine blaue und eine weiße Phase. Wenn ihr hier oben drauf drückt, dann kommen beide Phasen also praktisch raus. Und die ist jetzt noch zu. Ich wollte jetzt nicht drauf drücken, weil die ist ganz neu gekommen. Meine andere war leer. Und die kommt dann ins Aufgebraucht-Video mit rein. Und das ist ein Serum, was ich wirklich schätze. Und das für mich auch ein absolut gutes und ein Top-Produkt ist. Es ist ein Top-Produkt unter den Hyaluronsäure-Produkten, von der Anwendung her komplett anders. Es ist nicht ein Gel, sondern es ist wirklich eine Creme-Konsistenz, die auf die Haut kommt. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil das kann ich auch jedem empfehlen, der trockene Haut hat, der eine Haut hat, die schon zu Fältchen neigt, wo man sagt, ich brauche unbedingt etwas, was meine Haut pflegt und nährt und ihr Feuchtigkeit gibt und Pflege. Weil bei Hyaluronsäureprodukten ist es für viele schwierig. Es ist meistens meiner Meinung nach ein Anwendungsfehler, weil einfach, es gibt Kommentare, wo ich lese, meine Haut ist so trocken nach der Anwendung von Hyaluronsäure, dass ich immer sage, ja, die Hyaluronsäure kommt auch auf die gereinigte Haut zusammen mit ein bisschen Thermalwasser. Und dann muss man wirklich danach sein Serum benutzen und seine Creme. Man kann diese Produkte nicht alleine verwenden und die Creme weglassen
und sagen, oh Gott, meine Haut hat gespannt. Ja, die Haut spannt dann auch wirklich manchmal ein bisschen danach. Manchmal aber auch, wenn man einfach nur zu viel genommen hat von der puren Hyaluronsäure. Und ja, da kann ich, wie gesagt, nur sagen, wer das Problem hat, dann greift mal zu dem Serum hier von Beate John aus der Hyaluron Intelligence Serie, das Double Wrinkle Infusion Serum. Und da ist Hyaluronsäure noch mit einem anderen Pflegeprodukt drin. Und das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und das ist für mich ein Top-Produkt. Mein absoluter Favorit, seit einer Woche bin ich am Testen, ist ein Hyaluron-Gel. Und zwar Pure Hyaluronic Intense Serum von Hyapur. Da möchte ich das separate Video zu abdrehen. Ich möchte euch auch mal Hyapur vorstellen. Hyapur ist schon mal bei mir aufgetaucht, weil das hatten wir mal so eine Miniaturausführung, so eine kleine Ampullenfläche mit so einer Pipettenflasche, also so eine Pipettenflasche war das, und dann konnte man sich das rausholen, das waren so, ich weiß es nicht, 2-3 Milliliter in einer Brigitte-Box, glaube ich, damals. Und ich weiß, Kathi von Kathis Welt hat das dann auch mal vorgestellt und hat gesagt, boah, das war das beste Hyaluronsäureprodukt, was sie je hatte. Hat sich dann aber, glaube ich, das von Aldi geholt und meinte, es wäre genauso gut. Ich habe das von Aldi auch. Und den Test mache ich mit euch, oder ich zeige es euch. Ich habe das von Aldi, ich habe das von Beate John aus der alten Flasche, ich habe von Beate John Ampullen gehabt, ich habe das Serum, ich habe, ich weiß gar nicht noch, ich habe mehrere, und ich habe jetzt Hyapur. Und Hyapur, da habe ich erst gedacht, auch so, klar, das ist wie das von Aldi, ne? Sieht ja auch genauso aus. Ist auch so ein klares Gel. Ich halte es euch mal in die Kamera. So ein klares Gel. Ihr seht auch schon, wie viel da raus ist. Ich benutze das also wirklich schon mindestens eine Woche jetzt und habe ich im Beauty-Kaufhaus bestellt. Die führen nämlich Hyapur, weil ich wusste damals nicht, wo bekomme ich Hyapur her. Und dann habe ich das jetzt so beim Durchschlendern beim Beauty-Kaufhaus online entdeckt und habe gedacht, Mensch, die haben Hyapur. Ja, und Hyapur ist ein ganz, ganz klares Serum, und damals habe ich schon gelesen und habe gedacht, Mensch, was ist denn an Hyapur so Besonderes? Weil wenn ich mir die Inhaltsstoffe von anderen Hyaluronsäureprodukten anschaue, dann sind dort immer noch begleitende Inhaltsstoffe mit drin. Also es ist nie so, dass da nur steht Hyaluronsäure, sondern es sind immer noch irgendwelche anderen, manchmal Konservierungsstoffe, Begleitstoffe, nochmal Pflegestoffe mit drin und so weiter und so fort. Es wird aber auch nicht gesagt, was eventuell nicht mit drin ist, so wie es hier bei Hyapur ist. Und das möchte ich euch auch mal zeigen. Das steht hier hinten drauf. Ich komme mal ganz dicht an die Kamera, dass ihr das auch lesen könnt. Und da könnt ihr schon sehen, dass hier genau aufgeführt wird, was nämlich nicht in dieser, in diesem Fläschchen ist. Es tut mir leid, dass es so von der Kamera, weil es so sehr weiß ist, die Verpackung, nicht ganz so gut rüberkommt jetzt hier, aber ich lese es euch auch gleich nochmal vor. Es ist nämlich so, dass bei Hyapur die Philosophie ist, dass überall, ich sage es nur, 0% Parfümstoffe drin sind, 0% Mineralöle, 0% Duftstoffe, 0 Tierversuche, 0 tierische Stoffe, 0% Farbstoffe, 0% Parabene und Silikone, 0% Lipide, 0% Konservierungsstoffe und 0% synthetische Stoffe oder chemische Stoffe. Das heißt, dieses Produkt ist wirklich rein. Ein ganz, ganz reines Hyaluronsäuregel. Und es mindert Fältchen und polstert die Haut von innen auf. Aber auch nur bei regelmäßiger Anwendung. Das dürft ihr nicht vergessen. Wer sowas nur mal benutzt oder nur für eine Woche, wird da nicht so den Erfolg sehen. Ihr müsst das mal über einen langen Zeitraum machen, mindestens 4 Wochen. Und vielleicht sogar mal ein Foto machen und dann hinterher euch eure Haut angucken. Und das ist mir hier passiert. Ich habe jetzt, wie gesagt, schon so viele Produkte ausprobiert, dass ich immer gedacht habe, mich kann eigentlich keins mehr überraschen. Denn das Hyapur ist das teuerste Produkt überhaupt. Also ich habe noch keins getroffen, was so teuer ist wie das Hyapur. Ich sage es euch wirklich. Ich schreibe euch den Preis unten mit rein. Ich mag ihn gar nicht aussprechen. Es steht auf alle Fälle hier, Hyaluron bindet Feuchtigkeit und die Haut wird durch den erhöhten Flüssigkeitsgehalt glatter, sanfter, geschmeidiger. Weil Hyaluronsäure kann Unmengen an Feuchtigkeit speichern. Ihr müsst aber, wie ich es immer dazu sage, trinken. Wenn ihr eine trockene Haut habt und ihr trinkt nicht genug, dann nützt euch auch die Hyaluronsäure nichts.
Nichts, absolut null. Wo soll die Hyaluronsäure denn was speichern, wenn die Haut sowieso schon so trocken ist, weil ihr nicht genug Wasser trinkt? Trinkt bitte Wasser. Ich habe es letztens gepostet bei Instagram. Ich bin ein absoluter Fan und mein Favorit ist das Gerolsteiner Mineralwasser Medium in der grünen Glasflasche und nicht in einer PET-Flasche, bitte. Da müsst ihr mindestens 2-3 Flaschen über am Tag trinken. Und wenn ihr dann noch gute Produkte auf die Haut auftragt, dann funktioniert es auch. Es ist für alle Hauttypen geeignet. Durch eine erhöhte Elastizität und eine bessere Durchfeuchtung mit einem Frische-Effekt, das habe ich nämlich auch gemerkt. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich hatte hinterher nach dem Auftragen das Gefühl, meine Haut war kühl und ganz, ganz frisch. Ich hatte so einen Frische-Kick auf der Haut, was ich auch nicht bei dem Aldi Hyaluronsäure-Gel habe. Das sieht genauso aus, auch ganz klar. Auch mit so einem Pipettenfläschchen trägt man auf und denkt im ersten Moment, ja, sind auch nur 4 Inhaltsstoffe drin. 4. Aber ich weiß auch nicht, was frei von ist da drin. Das wird nicht angegeben. Auf alle Fälle, aber diesen Effekt, den ich bei Hyapur hatte, hatte ich bisher noch bei gar keinem Produkt gehabt, bei keinem Hyaluronsäureprodukt. Und hier war es wirklich so. Eine bessere Durchblutung wird durch einen Frischeffekt erzielt und der Schutz vor Umwelteinflüssen optimiert. Silber wirkt antiseptisch und unterstützt die Reinheit der Haut. Einzige Inhaltsstoffe neben Wasser und Hyaluron und Silber. Das wusste ich nicht. Das lese ich jetzt das erste Mal. Mal wieder ein absoluter Vorführeffekt hier. Ich habe es nämlich nicht hinten gelesen. Das ist also wahrscheinlich hier auch noch mit drin. Hier steht 1 bis 2 Mal täglich nach der Reinigung auf Hals und Dekolletieren Gesicht auftragen. Das mache ich 2-mal am Tag. Und man kann sogar mittels apparativer kosmetischer Verfahren, zum Beispiel ein Ultraschall ist möglich. Das kann man auch nicht mit allen machen, weil dann müssen die wirklich sehr, sehr rein sein, die Gele, weil ihr mit einem Ultraschallgerät, was ich auch habe, jetzt zeige ich euch bald. Das nehme ich nämlich abends zur Reinigung und hinterher zum Einarbeiten von Seren. Das kann man nur machen, wenn die Seren rein sind. Sonst schleust ihr ja auch die negativen Stoffe mit dem Ultraschallgerät ein und das darf nicht sein. Und so rein ist dieses Produkt, dass das auch damit gemacht werden darf. Ja, es ist super, super, super. Es steht hier nur, die Inkis sind Aqua Destillata, Sodiumhyaluronat und Silber. Mehr nicht. Und deswegen, also ich bin total begeistert. Ich meine, die Verpackung ist natürlich auch nochmal so ein absoluter Hype, ne? Das kam so an und ich habe es aufgemacht und habe nur gedacht, boah, wie edel. Ich weiß gar nicht, hier sind 15 Milliliter drin. Ich weiß gar nicht, wie 15 Milliliter kosten die 70 Euro. Das ist der Hammer, ne? Aber wenn man es mal ausprobiert hat, es ist furchtbar. Ich bin selber immer schon völlig genervt im Moment, weil ich denke, ein Top-Produkt nach dem anderen, ein Favorit nach dem anderen. Das ist mein Favorit unter allen Hyaluronsäureprodukten. Ich weiß, ich werde ihn mir nicht immer leisten können. Ich werde sparsam damit umgehen. Ich werde vielleicht auch mal wechseln und sagen, okay, vielleicht nehme ich abends etwas anderes. Oder ich nehme das nur abends und tagsüber was anderes. Ich werde mir auch was einfallen müssen, weil es sind irgendwann Preise, die ich hier für euch auch mitteste natürlich. Aber irgendwann muss man sich entscheiden. Ne? Ich wollte es euch aber nicht vorenthalten. Beate Ion und natürlich Hyapur ist was vollkommen anderes, eine ganz andere Liga. Das sage ich euch gleich. So, dann haben wir das. Ich könnte auch gleich noch mal zeigen, was es noch im Home-Shopping-Bereich gibt. Und zwar bei QVC. Habe ich aus meinem Schrank geholt letztens, als mein Aloe Vera Gel dem Ende zuging. Und zwar war das von SBC ein Produkt. Das habe ich auch noch mal in der großen Flasche. Die große Flasche müsste auch entweder 200 oder 400 Milliliter haben. Ich habe hier auch noch mal das Vitamin E Gel. Es kommt aus England. SBC sind englische Produkte und die sind auch sehr rein und sehr gut. Also da müsst ihr mal bei QVC reinschauen. Schaut euch eine Sendung an. Schaut euch mal auch eine Sendung an, die immer aufgenommen sind zu den einzelnen Produkten. Ich habe da etwas, das kann ich euch auch noch vorführen, wenn ihr das möchtet. Ich muss mich hier zu langsam durcharbeiten, euch dann auch mal die großen Flaschen zeigen und euch dann wirklich was dazu wieder erzählen. Ja, der Winter kommt jetzt, der Sommer ist vorbei. Ich habe ein bisschen geschludert jetzt im Sommer. Ich hatte nicht immer jeden Tag Lust, so viele Videos zu drehen. Ich gebe das jetzt mal ganz ehrlich zu. Und jetzt, wo es wieder kühler wird, denke ich so, jetzt geht's wieder los. Hier werden wieder Videos gedreht. Ich werde Informationen mit rüber transportieren, dass ihr mal wisst, was ist da mit dem Produkt, was ist daran so schön. Und wenn ihr wollt, schreibt es mir unten drunter. SBC, kann ich auch ein separates Video machen und zeige euch das. Und zwar habe ich das jetzt benutzt für meine Haare. Und ich habe auch das Vitamin E mit
eingegeben. Also ich habe so 3 Pumpstöße von dem Aloe Vera Gel genommen und dann, man sieht es hier auch, da ist es ein bisschen grün, und nochmal 3 Pumpstöße von dem Vitamin E, weil ich mir gedacht habe, Vitamin E ist gut für die Haut. Und ich habe ja auch eine Kopfhaut. Und warum denn nur fürs Gesicht? Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, ich mache mir das mit rein, ich vermische das. Und es hat meiner Kopfhaut beides so gut getan. Ich hatte immer ein bisschen Probleme in letzter Zeit. Ist komplett weg. Also super. Da bin ich mal gespannt. Also ich werde das noch weiter benutzen. Ich habe hier die großen Flaschen noch. Wenn das jetzt so leer ist, hole ich die großen Flaschen raus. Und dann geht es damit weiter. Das sind tolle. Ihr könnt die auch auf den Körper machen. Wie gesagt, ins Gesicht, auf den ganzen Körper und danach natürlich noch eincremen. Das sind reine Gele hier. Die sind nicht nur dafür da. Also manch einem, der eine ölige Haut hat, mag es reichen, dass er sagt, oh, Vitamin E, schön für mein Gesicht. Ne? Aber mir reicht es nicht. Ich mache es meistens so, dass ich es dann mit einer Bodylotion vermische oder eben erst das auftrage. Ein bisschen mühselig und hinterher nochmal eine Bodylotion hinterher. Aber es macht sich wirklich auf der Haut bemerkbar. SPC, tolle Produkte, sind auch Favoriten von mir. Absolute Favoriten. Ich habe auch noch ein kleines Favoritenprodukt für euch hier von Fizzy Berry von Bilou. Ich hatte es euch gezeigt letztens. Ich habe ja angenommen, es ist ein Duschschaum, und dann habe ich ja gemerkt, oh nee, das ist ja ein Bodyschaum, ein pflegender Cremeschaum. Und dann habe ich erstmal so die letzte Woche gedacht, okay, nimmst es erstmal mit ans Sofa und vors Fernsehen, benutzt es mal so ein bisschen als Handcreme. Ja, und was soll ich sagen? Ich benutze das jeden Tag und wundere mich immer, dass dieses Produkt so toll ist, weil ich habe es nicht erwartet. Ich habe immer gedacht, Bilou, das ist was für junge Mädchen. Und wie soll da denn etwas drin sein für eine reife Haut, die mir auch noch gut tut? Auf gar keinen Fall, habe ich gedacht. Okay, also habe ich es benutzt und habe mich nur gewundert, ja, es pflegt meine Haut super, super genial. Und auf einmal drehe ich das vor 2 Tagen um und denke so, was sind denn da eigentlich für Inhaltsstoffe drin, und gucke. Und dann steht da mit Shea Butter, Mandelöl, Avocadoöl, Panthenol. Ja, und da habe ich gedacht, boah, das ist ja kein Wunder. Mit den Inhaltsstoffen, und der Duft ist nach, Moment, ich habe es irgendwo gelesen, nach Beere und Limette. Ich finde es jetzt gerade nicht, aber ich habe es irgendwo gelesen, nach Beere und Limette. Und danach riecht es wirklich. Meine Nichte war am Wochenende da. Die hat nur mal gesagt, was hast du denn hier für einen Schaum? Die hat sich ihre Beine damit eingecremt. Die haben wirklich satt geglänzt. Also ich finde diesen Schaum sehr, sehr gut. Und ich habe auch eine Rückmeldung in den Kommentaren von jemandem bekommen, weil viele ja gesagt haben, ne, Bilou kaufe ich nicht und die mag ich nicht. Und jemand schrieb, achso, ich habe den Schaum auch, der ist richtig, richtig genial, weil der zieht gleich ein, der ist wirklich weg. Trotzdem hinterlässt er eine pralle, schöne, satte, genährte Haut, wie mit so einer richtig tollen Bodylotion eingecremt. Weil es aber ein Schaum ist, zieht er super, super schnell ein, und diese Inhaltsstoffe pflegen natürlich. Und das ist echt ein Favoritenprodukt auch von mir geworden, wo ich dachte, den kaufe ich mir nach, und auch in dem Duft. Super, super schön, schaut ihn euch mal an, vielleicht wollt ihr ihn auch mal testen. Und ja, ich finde es prima. So, Mädels, ich wechsle mal ganz kurz die Batterie. Ich bin gleich wieder da.